Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge Unravel. Wir gucken heute in das Level Wintersonne und schauen mal, was uns da diesmal erwarten wird. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es mittlerweile Dienstag, der 2. März. Das Video kommt aber jetzt erst am Donnerstag raus. Aber trotzdem einfach mal die Frage, wie eure Woche bis dahin war. Wie ihr in die Woche gekommen seid. Mein Montag war ja ziemlich gut. Also die Kinder auf meiner Arbeit waren ziemlich entspannt. Huch. Und, aber auch das Wetter am Montag war echt super. Das war es. Also die Sonne tat so gut für die Stimmung. Auch für die ganzen Kollegen hat man es gemerkt. Irgendwie waren alle entspannter und alle ein bisschen relaxter und so. Und das ist eigentlich schon ganz schön. Da denkt man sich, okay, da komme ich auch gerne. Also was, ich komme auch sonst gerne auf Arbeit. So ist es nicht. Aber es ist natürlich einfach schon was anderes, ne? Wenn alle wirklich entspannt sind und man viel lacht so miteinander und so der ganze Tag einfach super läuft, ist es natürlich was anderes. Kommt man ganz anders, mit einem ganz anderen Gefühl auf Arbeit und ja. Ach, jetzt habe ich es verkackt, glaube ich. Das hätte ich, glaube ich, machen müssen. Ja, schüttel dich. Ja, Mist. Okay. Okay, da komme ich nicht hin. Ah, so vielleicht, ja. Das finde ich irgendwie eine ganz witzige Idee. Für diesen Tannenzapfen hier. Kann ich jetzt hier weiter? Nee. Und auch sonst komme ich jetzt irgendwo weiter. Richtig? Wahrscheinlich, aber. Aha. Okay, das war quasi so ein kleiner Checkpoint hier. Nein! Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte jetzt schon, jetzt falle ich runter. So. Und irgendwie finde ich das ganz cool gemacht mit diesem Schnee und so. Huch! Wir müssen nämlich erstmal das hier irgendwie verknoten. Okay, ich verstehe. I understand this shit. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Okay. Hier ist mir nicht so aus. So, dann komm mit, du kleiner Zapfen. Dann musst du nämlich mit uns kommen. Damit ich den neuen Checkpoint kriege. Genau, roll einfach mal los, du machst das schon. Ja,
Warte mal, ist da vielleicht was? Aha! Okay. So, dann können wir jetzt wieder raus hier. Ja, aber ansonsten, wenn das Video, wie gesagt, ist, wird es am Donnerstag erscheinen. Schreibt einfach mal, wie eure Woche bisher war. Gab es irgendwas, was ihr erlebt habt, was euch ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Die nehmen wir natürlich gerne mit. So, soll ich es hier festmachen? Ja. Nein! Ach. Ärgerlich. Können wir hier runter? Nee. Ah, dafür brauchen wir den wahrscheinlich. Dafür brauchen wir den wahrscheinlich. Alter. Huch! Aua! Ja, moin! Wahrscheinlich hätte ich oben vielleicht noch lang gehen sollen. Vorher. Aber ich dachte, der... Naja, gut. Hier hat meine Mama immer gesagt, das Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben größere Köpfe. Nur so mal als kleiner Spruch, ne? Ja, freut ihr euch denn schon auf den Frühlingsanfang? Sagt ihr, oh ja, Gott sei Dank, kommt jetzt endlich, wird jetzt wieder alles grün. Und... Gott sei Dank wird jetzt wieder alles grün. Man hat so eine kleine, ja, so einen kleinen Motivationsschub einfach. Ach so, ah, oh, der fällt um. Ja, das hätte man wissen müssen. Oh. Oh Gott. Okay. Huch. Oh Gott. Komm schon. Nein. Oh. Ja, ich wahrscheinlich springen müssen. Ja, egal. Ja, jetzt kommt wieder der Skill halt, ne? Oh Gott. So, wir schwingen uns mal ein bisschen. Alter. Jetzt hat's aber kurz gehockelt. So, nächster Checkpoint. Ich finde es auch cool, wie er halt weiß ist, an den Stellen tatsächlich, in denen er halt wirklich einsinkt. Das finde ich sehr gut gemacht. Ach, dieses Knirschen, ne? Super. Ganz, ganz toll, finde ich. Also das ist echt das erste Level, was mich tatsächlich, huch, sehr begeistert. Vom Design, also klar, Unravel finde ich allgemein super toll. Ein super cooles Spiel. Eins, wo man wirklich runterfahren kann. Aber das Level gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich bin halt eigentlich sonst nicht so der Wintertyp. Jemand geangelt, ne? Ein bisschen Eisfischen oder so nennt man das doch, glaube ich. Oh. Kann ich das mitnehmen?
Nee. Also ihn hier muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Oh Gott. Nein. Nicht. Oh Gott. Aber das passt da nicht rein, nee. Vielleicht muss ich tatsächlich ihn mitnehmen. Aber wie? Das geht doch überhaupt nicht. Oder sehe ich hier schon wieder was nicht? Hä? Oh Gott, nee, 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 nein! Oh, das ist verdammt. Da bin ich echt runtergefallen. Das war nicht so cool. So. Dann das jetzt nochmal. Die Frage ist halt auch. Wo brauche ich den Schneeball? Das ist halt tatsächlich so eine Frage. Wofür brauche ich den Schnee... Oh Gott. Hoch! Oh, Alter. Wie lange der auch dann immer braucht, ne? Ich frage mich halt, wofür brauche ich den Ich meine, wahrscheinlich klar, um da rüber zu kommen, aber... Das Ding ist doch, ich komme doch da gar nicht rüber. Ah, doch, 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 doch. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. Ah, lol. Jetzt habe ich es... Ah, Gott. Erzähl's bloß keinem hier. Jetzt habe ich es... Ah, klar sieht man halt den Schneeball, dass er halt sehr plastisch aussieht. Und jetzt halt nicht, ne, so toll wie so ein typischer Schneeball. Aber ja, hier muss man einfach auch Abzüge, also Kritikpunkte da lassen, sonst wäre es ein perfektes Spiel. Und das hinzubekommen, ist tatsächlich sehr schwer. Ja, und hier saßen sie schön auf der Bank, cool. Vorbeinehmen. Was ist denn das hier da? Nee? Da runter? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Nee, mal runter und runter. Komm doch hier vorbei, genau. Haha. Hier noch ein Stück, das muss noch ein Stück. Ah. Mensch. Noch ein Stück. Ja. Genau. Jetzt da hoch. Genau. Ja. Nicht runterfallen. Oh Gott. So. Genau, so.
Und so ein Schneeball, der wiegt genauso viel wie Jani, ist interessant. Oh Gott. Nee. So läuft doch der Lachs. So, eins, zwei, hopp. Und hoch da. Ah, warte mal. Nee. Ah, da ist schon das Ende. Okay, ich dachte, ich kann da jetzt nochmal zurück, aber nee. Da ist schon das Ende. Okay, süßes kleines Level auf jeden Fall. Mir sehr gefallen. Sehr viel Spaß gemacht. Gucken wir uns doch die schönen Bilder an. Langsam wird das Büchlein aber auch voll, kann das sein? So, gucken wir mal rein. Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Boah, ist ein krasses Bild. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut, ey. Alter Schwede. Das finde ich so schön, diese Fotos. Wahnsinn. Echt cool. Mit den kleinen Kindern da. Vor allem sieht es mit diesem Teddybär-Kostüm oder was es da anhat, irgendwie gar nicht dick genug angezogen aus. Ding halt, oh Gott, er friert da bestimmt. Oh, Wahnsinn. Oh. Geht gar nicht mehr die Gänsehaut weg. Kommt immer wieder neu. Oh, das Bild ist auch krass, finde ich. Heftigst. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's mit der heutigen Folge Unravel. Oh Gott, ich bin auch müde. Entschuldigung. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und dann sage ich tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig.